Herzlich willkommen in der Low zur Not Another Dope Show. Wie wirkt eigentlich Cannabis? Teil 2. Prohibition. Und die schlechten Seiten. Ich kannte einen einzigen. Nein, stimmt nicht. Ich lüge. Ich kannte zwei Personen mit einer Psychose. In meinem ganzen Leben habe ich nur zwei kennengelernt, die mal dieses Problem dann hatten. Aufgrund von Drogen. Drogeninduzierte Psychose nennt man das dann in der Fachsprache wohl. Bei dem einen war man sich nicht ganz sicher, weil er sagt, also wir hatten eine Zeit lang richtig starke LSD-Trips. Die hießen Weiße Mikros. Wer die kennt, der weiß das. Halber von denen für einen alleine ist schon sehr schwer zu verkraften. Ich habe einmal einen halben genommen, das war ein 48 Stunden lang Trip. Ich war 48 Stunden drauf, 12 Stunden lang richtig brutalo und dann hat es endlich nachgelassen. Habe ich 24, Entschuldigung, ich übertreibe schon wieder. 24 Stunden waren das. Die ersten 12 waren richtig brutal, die gingen immer nur bergauf, immer stärker, die Wellen, die gekommen sind, waren immer heftiger und dann hat es endlich wieder nachlassen, aber genauso langsam und zäh, weil wir haben auch noch gekifft dazu und das jedes Mal, wenn du einen Joint raus zu LSD, verstärkt es das Ganze noch einmal. Und diese Teile gab es halt dann mal wieder auf dem Markt. Ich habe zu der Zeit keine Trips genommen und mein Freund damals, also ein Freund von mir, der hatte die und der hat die auch genommen und die haben halt gefeiert drauf und es war alles okay und so weiter. Und dann ist er nach Italien in Urlaub gefahren für 2 Wochen. Und als er wiederkam, hat er schon erzählt, hey, boah, voll übel, da gab's halt überhaupt nichts zum Kiffen, ey, und ich musste die ganze Zeit nüchtern sein und bläh. Und zu der Zeit gab's dann auch noch ein richtig krasses Hasch, also richtig starkes. Und jetzt glaube ich ganz einfach nicht, dass er, weil der hat immer gekifft, dass der eine Psychose vom Kiffen gekriegt hat. Er hatte eine Psychose. Aber er hat auch als DJ gearbeitet in einem Club. Und ich glaube, jemand hat ihn in sein Getränk einen Trip geschmissen. Oder sonst irgendwie einen Trip untergejubelt. Ey, das kann unmöglich sein. Und zwar bin ich mir sicher. Ich habe den danach später dann auch in der Heilanstalt da in Haar besucht. Und er wollte auch immer was zum Kiffen haben. Habe ich auch schon mal erzählt, die Geschichte. Und ich habe ihm nichts gegeben. Und als er dann wieder raus war, hat er noch Haldol nehmen müssen. Und das hat halt den Spitznamen in München immer gehabt, eine Betonspritze. Oder den haben sie betoniert. Ja, da lief der Sapper aus dem Mund raus und er hatte motorisch echt Schwierigkeiten. Und auch mit dem logischen Denken. Ich konnte er mal auch alles beschreiben. Sagt, hey Ernst, das ist so krass. Ich kann mich nicht richtig, das ist alles steif und das ist alles blöd. Und ich kann mich nicht richtig und ich würde so gerne wieder rauchen. Und so, spinnst du? Hey? Du kriegst schon dieses Zeug her. Und dann, Alter. Wenn er sich jetzt abgesetzt hat, das Haldol, war da wieder ganz normal. Aber richtig halt Depri die ganze Zeit. Und ich sag, pass auf, Randy. Jetzt sage ich seinen Namen, was soll's. Randy hieß er. Sag, pass auf, Randy, gib da was. Aber bitte ganz soft und ganz langsam. Und ich hatte verschiedene Sorten. Ich hatte eine helle Platte und eine dunkle Platte. Und die dunkle Platte war richtig krass. Das war so ein Öl-Haschgemisch. Und das andere war eine ganz normale, helle marokkanische Platte. Und von der habe ich ihm was gegeben. Kaum war der Mann stoned, war er wieder alte. Der war wieder alte. Voll lustig und ja, wir haben gelacht, hey, und wieder die Sprüche gerissen wie früher, hey, und ja, nichts von einer Psychose, gar nichts. Er war sich auch sicher, dass das nicht sein kann. Und wisst ihr, das Krasse war, er war DJ. Und er war sehr bekannt in München. Und da war es dann so, dass er nicht mehr auflegen konnte. Er konnte keine Mixe mehr machen. Es hat nicht mehr funktioniert. Da habe ich ihm meine 12-10er Clean und mein Mischpult, damit er da wieder reinkommt. Und netterweise hat er, ich sage einfach bloß den Vornamen, Murat heißt er, der hat ihm die Chance gegeben, wieder aufzulegen, wieder Geld zu verdienen, weil Randy in einem normalen Job unmöglich vorzustellen. Randy war ein DJ, er war ein Hip-Hop-DJ und der hat damals schon in die 80er Jahre Sound gemacht, gescratcht und alles, das hat ihm keiner mehr nachmachen können. Also niemand kommt an den Mann ran, weil das halt so ein geiler Flow war, was der da drauf hatte, wenn er stoned war.
Er hat auch gekokst, er war Polytox, so wie ich zu dem Zeitpunkt, als wir uns gekannt haben. Aber das Heroin hat ihn halt dann zugrunde gerichtet. Aber darum geht es heute nicht. Ne? Es geht mir jetzt gerade mal darum, dass das Cannabis halt auch schlechte Seiten haben kann. Wir waren alle extrem süchtig. Wir hatten halt nicht immer große Auswahl. Wir mussten halt nehmen, was wir kriegen konnten. Und erst später, nach dieser Aktion, als Randy schon gar nicht mehr gelebt hat, bin ich erst nach Holland gefahren und hab geholt. Davor nicht. Ja. Davor haben wir uns in Deutschland immer irgendwo was gekauft und haben das halt kleinweise verkauft. Und erst, als die harten Sachen kamen, ist alles kaputt gegangen. Ja. Und ich weiß auch ganz genau, woher das erst gehabt hat immer. Ja. Vom Harold habe ich euch auch schon erzählt. Letztens habe ich seinen Bruder auf Facebook gesehen. Arme Sau, er schaut genauso fertig aus, wie ich ihn in Erinnerung habe. Und das ist schon 30 Jahre her, oder? Ja, fast 30 Jahre. Ey, weißt um den geht's mir aber nicht, weil er war eigentlich zu mir immer ganz korrekt, bloß der Bruder nicht. Aber der hat es halt auch immer krass gebracht. Leuten irgendwie Trips ins Getränk werfen oder extrem draufbringen, ey, voll gierig machen und dann das ganze Geld abnehmen. Da war der Spezialist drin. Ein richtig linke Säge und skrupellos und alles. Ey. Und ich glaube, wenn der die Möglichkeit hätte und nicht selber so gierig wäre, dass er Leute abzockt, der wäre derjenige gewesen, der München in eine Crackhölle verwandeln hätte können. Er hat es ja probiert, er hat es halt nur so dumm gewesen, dass er den Leuten gezeigt hat, wie man aus Kokain das macht. Statt dass er ihnen fertige Steine verkauft, wo man es halt dann ganz schnell alle draufbringen kann. Aber ist auch egal. Gibt mir nichts mehr an. Ist alles so lange her. Nur da reinrutschen, diese Gleichgültigkeit, die man früher dem Cannabis immer zugesagt hat, die gibt's halt tatsächlich gar. Und zwar, wenn du halt immer diese Sorten davon, was wir immer damals gehabt haben, rauchst, dann ist da alles so egal. Da ist dir das auch wurscht, ob da Leute sitzen, die was anders nehmen, wenn da halt eine Session ist irgendwo. Ja, weil du kannst da draußen auf gar keinen Fall konsumieren, weil da sind ja überall das Polizei unterwegs in München, also musst du ja immer irgendwo in der Wohnung sein, wo offene Szene ist nicht. Und da lernst du halt dann auch immer zwangsläufig welche kennen, die was anders konsumieren. Und irgendwann einmal probierst du es halt doch einmal aus. Und das ist halt das Problem, was das Cannabis mit sich bringt. Dass man ein bisschen eine Gleichgültigkeit hat und auch eine Neugierde entwickelt. Aber die könnte man ganz schnell verhindern, dass man verstärkeres umsteigt, wenn man es legal kriegen könnte. Ich merke es selber, dass seit ich das legal aus der Apotheke beziehen kann, habe ich überhaupt kein Interesse, irgendwie was anderes zu konsumieren. Ich habe mein Tilidin Konsum, also ich muss Tilidin gegen meine Schmerzen nehmen, runtergeschraubt von 600 Milligramm auf 200 Milligramm am Tag. Dann zweimal am Tag nehme ich 100. Früher habe ich dreimal am Tag 200 genommen, damit ich überhaupt funktionieren habe können. Aber diese Nebenwirkungen davon sind halt einfach auch grauenvoll. Deswegen bin ich sehr zufrieden mit Cannabis und 100 Milligramm. Ist so. Vielleicht, wenn ich noch andere Sorten ausprobiert. Vielleicht finde ich ja eine, wo ich Stilidin irgendwann mal ganz bleiben lassen kann. Das wird zu der Chemiefirma nicht passen, aber mir passt das. Ja. Das wäre halt dann die dritte Seite von Cannabis, gell? Die medizinische. Und unser Drogenbeauftragte, die echt allen Ernstes erzählen will, dass das zwei unterschiedliche Sorten sind, die in der Apotheke erhältlichen und die vom Schwarzmarkt. Das sind sie nicht. Sind komplett dieselben. Nur sind die einen reguliert und die anderen nicht. Das heißt, die unregulierten, dann bist du beim Schwarzmarkt halt darauf angewiesen, dass du Glück hast, jemanden zu finden, der dir ungestrecktes und ungeschütteltes Material gibt. Ansonsten hast du immer das Nachsehen und zahlst drauf. Vor allem Dingen, wenn du es in irgendeinem Park kaufen musst, wo da der allerletzte Mist angeboten wird. Da musst du extremstes Glück haben, dass du da mal rauskriegst, was da wirklich hilft. Und das soll es auch für heute wieder gewesen sein. Hä? Wenn ihr Fragen habt zu Cannabis, entweder zum Positiven, dann im Teil 1 oder zum Negativen, dann in Teil 2, schreibt es uns einfach unten drunter. Vielleicht gibt es ja mal Teil 3. Bis dahin, Peace out.